Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video zum Thema Esslcam Version 12. In diesem Video zeige ich euch mal ein bisschen was über die Werkzeugliste. Los geht's! So, also hier habe ich meine Werkzeugliste schon ein bisschen ergänzt, aber ich zeige euch einfach mal, was es für Möglichkeiten gibt. Wenn wir hier mal ein neues Werkzeug erstellen wollen, dann klicken wir einfach mal rein. Und dann können wir hier auf den Werkzeugschlüssel gehen. Dann öffnet sich hier der Werkzeugbearbeitungsfenster. So, und hier drin finde ich es auf jeden Fall mal sehr schön gemacht, die Übersicht, was man hier alles einstellen kann. So, jetzt gehen wir das mal durch. Einfach mal hier normaler Fräser. Also ein normaler Fräser, der hat eine gerade Kante vorne, unten. Und mit dem kann man einfach Nuten erstellen und sonstigen Käse. Und dann kann man sich hier bei der Tiefenzustellung, beim Eintauchwinkel kann man Sachen einstellen. Also Tiefenzustellung, wie viel pro Durchgang abnehmen soll natürlich. Je nachdem, wie dick euer Fräser ist und wie viel er schafft oder wie viel er schafft halt. Der Eintauchwinkel auf 45 Grad machen, weil 90 Grad das Anspruch, die Fräskante hier unten vom Fräser so ganz. Und wenn man mit 45 Grad eintaucht, dann fährt er ja langsam oder schräg ins Material rein. Und dadurch werden nur die seitlichen Kanten verwendet und nicht mehr so unten die Kanten beim Eintauchen verwendet. Das schont dann auch den Fräser. Da kann man hier den Schlicht- und Arbeitsgang einstellen, wie viel er beim Schlicht abnehmen soll beim Durchgang. Und dann kann man noch Bohren eingeben. Optional natürlich. Muss man jetzt. Aber übernimmt er eigentlich aus hier, wenn man das hier erstellt, dann trägt das bei Schlichten und Bohren schon automatisch ein. Der Eintauchwinkel, der wird nur hier gebraucht. Dann gibt es hier die Vorschubgeschwindigkeit und die Eintauchgeschwindigkeit, also Vorschub, wie viel er in XY fahren soll. Und das in Eintauchgeschwindigkeit ist die Z-Geschwindigkeit, also wie schnell er ins Material reinfahren soll. Dann die Drehzahlsteuerung, die Drehzahl kann man hier auch eingeben für das Werkzeug. Wenn man eine Spindel hat, die über die Esslcam oder über das CNC-Programm gesteuert wird, ist das sehr praktisch. Dann fährt er nämlich automatisch auf die Drehzahl, wo man eingestellt hat. Dann gibt es hier die Schnittgeschwindigkeit. Die errechnet sich automatisch aus der Drehzahl und den ganzen Parametern her. Sieht man ja hier, leuchtet das Drehzahl auf und hier auch der Durchmesser. Die Schnittgeschwindigkeit wird dadurch berechnet. Dann die Spandicke wird durch die Vorschub- und Drehzahl und das Schneiden berechnet. Die Räumzustellung kann man selbst einstellen wieder. Das ist die Einstellung dafür, wenn man irgendwie eine Tasche ausräumen muss oder so, wie viel er vom ganzen Fräser benutzen soll. Also wenn 100% hier drin steht, dann benutzt er die 100%, also die komplette Breite vom Werkzeug. Wenn man nur 75% einstellt, dann benutzt er halt nur 3/4. Vom Werkzeug und fährt dann nicht voll durchs Material. Man kann auch nur 50 einstellen oder nur 25. Das schont dann halt immer mehr. Die Wirbelbreite und die Wirbelzustellung habe ich jetzt hier nicht eingestellt, weil das ist eher für spitzere Gravurfunktionen, für spitzere Werkzeuge geeignet und das ist mit dem Kran jetzt nicht so ideal. Aber das zeige ich euch dann genau bei nochmal einer K-Funktion oder so, irgendwie so. Und das Wirbeloszillation, das gehört auch noch dazu. Ja, also das war es jetzt mal so zum normalen Fräser. Dann kann man jetzt hier noch den Durchmesser eingeben und dann die Anzahl der Schneiden. Und dann errechnet er automatisch hier sich das ganze Material, was man hier hat. Dann kann man hier auch Radiusfräser machen. Das ist dann so einer, der vorne ein bisschen abgerundet ist. Da kann man dann hier den Durchmesser wieder einstellen, den Radius, wo er hat und wie viel Schneiden wieder. Und dann sieht man hier, der Parametersatz hat sich ein bisschen geändert. Es sind ein paar Werte rausgeflogen, wie zum Beispiel hier Schnitt, die Schritthöhe und der Anbindung verrunden. Das ist rausgefallen, weil das mit dem Werkzeug nicht möglich ist. Und sonst sind die Werte alles gleich geblieben. Dann kann man hier auch immer noch einen Kommentar hinzugeben. Irgendwelche. Und dann kann man natürlich auch hier ein Bild hinzufügen von dem Fräser. Falls man mehrere identisch oder gleiche, ähnliche hat oder so. Oder wenn man nicht weiß, oder wenn man so viele hat und nicht weiß, was man dafür hat, kann man sich hier das Bild angucken und sieht, das ist der Fräser. Dann kann man hier auf den Kugelfräser gehen. Das ist einfach, der hat einfach eine Kugel als Fräser. Da kann man hier den Durchmesser, die Schneiden eingeben und dann kann man hier wieder alles einstellen.
So ein Google Face, der ist halt rund und hat einen sehr schmalen Schaft. Habe ich jetzt selten verwendet, dann nehme ich eher den Radiusfräser, der vorne abgerundet ist, weil mit dem kann man schön, wenn man 3D-Sachen fräst, eine schöne glatte Oberfläche erzeugen. Dann gibt es den Kegelfräser. Der ist wie ein Kegel, der läuft spitz vorne zu und dann kann man hier auch noch vorne den Radius eintragen. Also hier einmal den Durchmesser, dann den Winkel, also wie spitz der Fräser zuläuft, den Radius vorne und die Anzahl der Schneiden wieder. Und hier die Einstellungen bleiben immer wieder gleich. Dann gibt es den Gravierfräser. Das ist eigentlich das gleiche wie ein Kegelfräser. Fast das gleiche wie ein Kegelfräser. Nur, dass er wirklich spitz, sehr, sehr spitz zuläuft. Kann man hier den Durchmesser einstellen, den Winkel, wo man hier hat, wie spitz er zuläuft. Wobei er hat hier keinen Radius, wie der Kegelfräser. Der Kegelfräser ist vorne ein bisschen abgerundet und hat noch einen Radius. Der Kegel oder der Gravierfräser hat das nicht. Der hat eine schöne, scharfe Spitze. Dann kann man hier noch sagen, wir haben hier nur einen Bohrer. Dann sieht man hier, wird alles gleich reduziert. Dann nur noch einen Durchmesser, die Schneiden. Beim Bohrer, der hat meistens zwei. Sieht man ja hier vorne meistens, wie viel Schneiden er hat. Dann kann man hier die Tiefenzustellung machen, wie viel er reingehen soll, bevor er wieder auftaucht. Genau, Spanbrecher, da kann man rein sagen, wie oft er hochfahren soll. Wenn er jetzt hier nur einmal hochfahren soll oder halt zweimal. Genau. Wie viel er pro Durchgang halt einmal auftauchen soll. Ob er überhaupt auftauchen soll oder nicht. Und dann kann man noch den Eintauch und die Drehzahl. Eigentlich beim Bohren muss die Drehzahl immer klein gehalten werden. Also die müssen nicht 24.000 Umdrehungen, weil da verbrennt nur noch das Holz. So, dann gibt es hier einen Gewindefräser. Da gibt man einen Durchmesser ein und Schneide wieder. So das Standardzeug. Und dann gibt man hier so ein paar Spezialsachen ein. Wie die Gewindesteigerung, die Gänge, Kernlochzapfen, Schlichten, Enddurchmesser, Enddurchmesser. Kann ich noch nichts dazu wirklich sagen, weil ich habe das noch jetzt selbst ausprobiert. Aber sobald ich mal einen Gewindefräser gekauft habe oder so, werden wir uns auch mal das anschauen, wie das funktioniert. So, dann haben wir hier noch einen Phasenfräser. Der erzeugt oder hat K-Spitze und erzeugt halt eine Faser an dem Werkstück. Da gibt man hier den Durchmesser, den Winkel wieder ein, welcher er hat. Dann den Durchmesser 2, also der untere Durchmesser. Weil es gibt Phasenfräser, die sind nämlich vorne nicht spitz wie die Kegelfräser oder die Gravierfräser, sondern haben eine gerade Kante vorne. Und dann muss man noch den Versatz von der Mitte angeben, damit er nicht unten mit der Kante irgendwo fräst, wo keine Schneiden mehr sind, sondern nur mit der Seite das Material abnimmt. Dann muss man hier den Versatz eingeben. Zum Beispiel, wenn das Durchmesser jetzt 2 wäre oder so, oder 2 mm, dann würde ich mal mindestens 1 mm Versatz eingeben, wenn nicht eher sogar 1,25, dass er auf jeden Fall hier mit der Seite was abnimmt. Dann kann man hier wieder Tiefenzustellung machen, der Eintauchwinkel, Vorschub bei Eintauchgeschwindigkeit, Drehzahl und mehr auch nicht. Dann gibt es noch einen Profilfräser, der kann Profile fräsen. Das ist ähnlich wie ein Phasenfräser, der hat auch vorne keine oder unten keine Schneide. Der kann nur mit der Seite irgendwelches oder irgendein Profil erstellen. Durchmesser kann man hier die Höhe eingeben von dem Profilfräser, was er für ein Profil hat. Durchmesser 2, den unteren Durchmesser, wo er hat, und die Schneiden wieder. Bei der Tiefenzustellung bei so einem Profilfräser ist wichtig, die volle Tiefe einzustellen, weil ansonsten fräst ihr das Profil 2 oder 3 Mal und dann könnte das Profil zerstört sein. Und dann gibt es hier Laser, Plasma, Wasserstrahl, Schneider. Da kann man dann noch, wenn man Wasser oder Laser oder Plasma oder Wasserstrahlschneider hat, noch für sehen was als Werkzeug anstellen oder erstellen und dann hier ein paar Einstellungen treffen. So, gehen wir mal auf normalen Fräser. Dann kann man hier sagen, fertig. Oder die Änderungsschutz, wenn man das aktiviert, dann kann man es nicht mehr ändern. Dann kann man die Sprühkühlung aktivieren oder noch die Flutkühlung. Dann kann man hier noch irgendeinen Kommentar dazu schreiben. Zum Beispiel ein neuer Fräser oder was auch immer oder irgendwelche Besonderheiten. Dann kann man auch hier zu einem Parametersatz hinzufügen. Name des Parametersatzes und dann kann man den sagen, dann kann man zum Parametersatz irgendwas hinzufügen. Und dann kann man sagen, einfach
oder das Werkzeug kommt in die Gruppe, zum Beispiel Alufräser in eine Alu-Gruppe oder Ding oder irgendwo anders oder halt in die Standardgruppe. Wenn ich jetzt mal wegmache hier und das Werkzeug lösche, sieht man hier, ich habe hier einfach mal die normale Standardgruppe erstellt. Die hat nichts und dann gibt es hier einmal noch eine mit Alu. Und die haben einen Parametersatz mit Alu, damit ich nur meine Alufräser hier drin habe. Dann kann man nämlich hier bei Parametersatz das auswählen. Standard, sieht man alle. Oder wenn man halt Alu wählt, sollte eigentlich nur noch die Alufräser anzeigen. Aber das funktioniert ja anscheinend nicht so gut. Genau, das Schloss kann man mit einem Doppelklick aktivieren. Dann geht es zu. Oder mit dem Doppelklick wieder aufmachen. Und dann kann man hier noch bei der Eignung irgendwie einen Case einstellen. Und dann kann man natürlich hier auch suchen und markieren irgendwelche. Und man kann natürlich auch das Werkzeug wieder löschen. Auf dem X. Dadurch werden die Werkzeuge gelöscht. Dann kann man natürlich hier bei Werkzeug, kann man dann öffnen. Kann man eine Werkzeugliste-Datei öffnen. Und auf einen anderen PC übertragen. Oder noch irgendeine Liste hinzufügen. Man kann die hier speichern komplett oder aktuelles Werkzeug. Die Ansicht, da kann man noch hinzufügen, was man noch alles sehen möchte. Da gibt es hier noch Einstellungen. Dann kann man noch einen Speicherort der Standardwerkzeugliste anlegen. Wie viel Zeilen jetzt anzeigen soll. Hier nur 10. Oder auch was er automatisch verkleinern soll. Die Zeilen verkleinern. Maßeinheit anzeigen. Kann man machen, ja, nein. Die Einheit Schnittgeschwindigkeit ist Meter je Minute. Das sollte im kompletten Programm oder in allen Computern gleich sein, damit man das, wenn man die Computer wechselt, dass es überall die gleichen Maßeinheiten sind. Dann kann man die Werkzeugliste importieren oder auch exportieren. Und dann kann man die Werkzeugliste als Werkzeugliste Standard öffnen oder als Standard speichern. Ja, genau. Und das war es dann eigentlich mal zur Werkzeugliste. Und beim nächsten Mal kümmern wir uns immer mal um die Ausschnittfunktion. Um die Teil- und Ausschnittfunktion auch mal mit Fräsbeispiel oder Anwendung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben und wenn ihr nicht, abonniert noch meinen Kanal, um kein neues Video mehr zu verpassen. Bis dahin, ciao.